Schrift kommt später. Jetzt eine Geschichte, die ist aber auch allgemein bekannt. Stellt euch vor, ihr seid, kennt ihr diese Ruder, diese Stakelboote? Ja? In Cambridge machen die da so Wettbewerbe mit, diese Stakelboote. Ziemlich lang und schmal, relativ wackelig. Ja? Schöner Tag, ihr liegt da drin auf dem Rücken und seid echt entspannt so. Und dann rumst es ganz doll. Also reißt euch aus dieser zufriedenen Ruhe raus und werdet da ärgerlich. Ja? Was soll denn das? Ja, weil ihr denkt, das hat irgendwer mit Absicht gemacht. Das kommt auch ab und zu vor. Ihr habt vorher gesehen, wie jemand anders halt mit seinem Stakel ein anderes Boot weggestoßen hat und so. Das ist so die Imagination, die euch sofort aufgeht. Stellt euch das Gefühl vor. Wie seid ihr dazu eingestellt? Ne? Ihr seid da rausgerissen, habt dann diese Vorstellung, jemand anders hat euch so angestoßen, weil er euch aus dem Weg drängen will. Und in dieser Stimmung richtet ihr euch auf, dreht euch um und seht nichts. Und dann seht ihr, dass einfach so ein Poller im Weg ist und gegen den seid ihr gedriftet. Worum es geht, ist diese Färbung, die man zu allen Erlebnissen hat. Ich bin zufrieden gewesen, bin da abrupt rausgekommen, bin ärgerlich, weil ich die Geschichte habe, jemand anders hat mich mit Absicht quasi da rausgebracht und in Wirklichkeit war es nur ein Zufall. So ein Beispiel gibt es auch mit, ich stehe in einer Straßenbahn zum Beispiel, jemand tritt mir wirklich doll auf den Fuß, ich werde ärgerlich und dann sehe ich die drei schwarzen Punkte, ne? Jemand, der gar nichts sehen kann. Also da ändert sich abrupt die Stimmung zu ein und der gleichen physiologischen Erlebnisgeschichte. Und das ist was wir verändern können. Und das ist etwas, was wir in der Meditation lernen können. Das ist auch der Weg. Ne? Wir haben das oft, habe ich das schon erwähnt. Körper und Geist ist halt Tiger und Drache, Tui Chu und so. Und das bei sich festzustellen, darum geht es in Yoga und im Qigong auch. Und in der Meditation ist das Einzige, dass man lernt, nicht so ein Reaktionsmuster ablaufen zu lassen, sondern eine Mini-Sekunde, das ist auch physiologisch, also neurowissenschaftlich so. Man kann das bei kleinen Kindern manchmal sehen. Da ist ja noch mal einer dazwischen. Dass man eine Mini-Sekunde hat und die kultiviert, bevor die Reaktion auf so ein Erlebnis abläuft. Dass man sagen kann, da ist jetzt Ärger, ich hab das wahrgenommen, aber ich reagiere da nicht drauf. Also ich folge da jetzt nicht so einem Handlungsmuster, sondern ich nehme wahr, Ärger ist da. Und dann zu gucken, wo kommt das her? Wie gehe ich damit um? Wie ist eine sinnvolle Lösung? Ja. Und das geht andersrum auch. Ja. Also, dass man eben sagt, wow, da ist Liebe. Warum? Ja. Erstmal zu sagen, wow, die ist da, super, ich fühle das. Und zwar ohne irgendeinen Deal. Also nicht, das ist jetzt in mir. Gut, dem möchte ich folgen, super, das möchte ich verstärken. Ja. Die Richtung stimmt. Ne, was ist die Ursache? Ah, okay, das und das und das sind die Randbedingungen, die mich in die Richtung führen. Super, das möchte ich kultivieren. Und wir müssen wirklich was unternehmen, um uns auf diese andauernde Liebesblödheit zu begeben. Also ständig immer müssen wirklich selber anstoßen, das zu sagen, Mensch, wo bin ich jetzt da dankbar für? Was ist ganz in Ordnung heute? Ich kann frei atmen, damit fangen wir dann auch gleich an, rumzusitzen. Es ist zum Rumsitzen, das ist auch ein gutes Intro, ne? Zu sagen, weil am Anfang fällt, also mir ist am Anfang mit dieser Dankbarkeitsgeschichte nichts eingefallen, gar nichts. Dann mach dir mal Gedanken, drei Sachen, worüber du jetzt dankbar bist. Gar nichts. Das war heute schlecht, das andere war ganz übel und das andere ist auch nicht gut. Nein, mach dir Gedanken, was jetzt gut, wofür du dankbar sein kannst. Und dankbar, ich kann atmen.
frische Luft Nummer zwei. Das sind solche läppischen Sachen. Ja. Und wenn du darüber überlegst, das ist gut, sich Gedanken darüber zu machen. Ich durfte heute Mittag was essen. Und zwar nicht, weil andere Leute auf der Welt sind, denen geht es schlechter, darum geht es gar nicht. Sondern einfach, ich konnte heute essen, das sind schon drei Sachen. Frische Luft, ich kann atmen, ich hatte heute was zu essen. Und die sind alle auf der Ebene. Und wenn ich das öfter mache, merke ich, wow, das eröffnet mir Freiraum. Da kommt der Freiraum her. Später gibt es noch nicht bewertendes Gewahrsein. Das können wir in der Meditation üben. Eine Minute vorm Ende sage ich nochmal, dass wir uns diese merkwürdige Frage wieder ohne Antwort stellen. Aber jetzt ist erstmal Körper entspannen. Könnt euch auch rumwibbeln und eure Unterlage noch einrichten. Das geht vom Groben zum Feinen. So wie ihr gerne sitzen möchtet. Und über die Jahre oder über die Monate versucht mehr aufrecht zu sitzen, dass ihr frei atmen könnt. Also ihr müsst da keine, könnt auf dem Stuhl sitzen, auf so einem anderen Hilfsmittelgeschichten, auf der Erde, wenn euch das angenehm ist. Gürtel öffnen, damit man frei atmen kann. Also achtet auf den Körper, dass es ihm gut tut, gut geht. So gut es jetzt geht. Also wir müssen hier nichts aushalten. Das kann die ganzen 18 Minuten dauern. Das wäre völlig normal. Wenn ihr aber mit dem Körper zufrieden seid, dann bleibt noch der Geist. Mit dem machen wir auch nichts. Wir sind mit dem freundlich, aufmerksam und gelassen und lassen den auch von selber zur Ruhe kommen. Und wenn dann beides zur Ruhe gekommen ist, dann bleibt eigentlich nur noch der Körper, wie er atmet. Und achtet darauf.
der nächsten einzelnen hohen Glocke. Es ist Zeit, sich diese antwortlose Frage zu stellen. Wie fühle ich mich jetzt? Oder wie liefen die letzten 19 Minuten? Wunderbar. Jetzt ist Zeit, irgendwas zu fragen, zu sagen oder Lächeln auszuprobieren. Das ist echt so. Also man kann das üben. Meditiert oder das Meditieren aufgegeben irgendwann? Was? Buddha, hat der damals das Meditieren? Nee, der hat weiter meditiert. Das hat mich auch interessiert. Gibt auch in der Sutta Pitaka steht genau so eine Frage drin. Das ist halt, ich glaube, er hat zwei Hauptjünger gehabt und ich glaube Mahamogalana, also einer seiner nächsten Jünger hat ihn gefragt, was er meditiert, und er hat wirklich seine eigene Praxis weiter aufrechterhalten. Er hat auch es gibt so einen Regenrückzugsretreat, eine Regenzeit, wo die dann auch nicht keine Fragen beantworten und so, also sich noch mehr zurückziehen, und das hat er auch gemacht, also noch mehr meditiert quasi. Das kann ich noch sagen. Also ich vergleiche das immer mit dem Bommel von der Pudelmütze. Ne? Also jeder dieser Bommelstrippen, das geht alles nach innen. Das ist eine gute Geschichte. Das ist das, was wir auf der Wiese jetzt generell machen. Ne? Immer wieder zu sich zurückkommen. Also es geht nicht, ich hab jetzt eine Form gelernt oder ich muss diese Übung machen. Das ist immer wieder zu mir. Wie fühlt sich das jetzt an? Ne? Ist dann muskelverspannt, kann ich den entspannen? Immer wieder zu mir. Immer hier, immer hier, immer hier. Also es führt immer nach innen. Und wenn man jetzt jeden dieser Bommelstrippen quasi betrachtet als einen Inhalt, den man im Leben lernen kann, dann kann man so und so weit sein auf diesem Weg dieser Bommelstrippe. Nun sind das aber tausende von Bommelstrippen. Jede Bommelstrippe ist eine Person. Und jede Fortschritt auf diesen Bommelstrippen ist bei jedem anders. Und Harmonie wäre, wenn die ungefähr gleich entwickelt sind. Harmonie ist langweilig. Harmonie ist langweilig. Na, ne. Also wenn man geben, der rumstenkert, und das macht das Leben als Herausforderung. Das sind dann deine Lehrer, das stimmt. Aber also wenn man Burnout gehabt hat, dann stellt sich auch nicht mehr Krankheiten außen vor. Ich meine, dann merkt man auch, es gibt keinen positiven Stress. Das ist Schwachsinn.
Das ist Unsinn. Das ist das Einzige, was man feststellt, ist, es gibt manchmal so einen Stress. Das vergleiche ich mit diesem Sache, wenn jemand stirbt, im Sterben ist, dann haben viele kurz einen Tag vorher so ein Aufleben. Ne? Und das ist das, was man quasi als Schweinebacke, kann man sagen, Künstlern tut das gut, wenn die mal nichts zu essen haben. Wenn die unter Stress sind, dann kriegen die richtig Leistung. Nee, das ist genau dieser Fall dieses Quetschens. Und dann kommt man noch mal kurz was, bevor alles zusammenbricht. Deswegen, es gibt keinen positiven Stress. Und wenn man so einen Burnout gehabt hat, dann merkt man das auch. Merkt es frühzeitig. Hier läuft irgendwas falsch. Das kann ich mir jetzt so nicht mehr zumuten. Hier, irgendwas ist hier verkehrt. Können wir wieder mal in Harmonie kommen? Ne? Das meine ich unter Harmonie. Das Äußere ein, aber man kann sich zum Beispiel in harmonische Umgebung bewegen. Ne? Wenn ich zum Beispiel eins auf die Fresse haben will, dann gehe ich am besten morgens um 3 irgendwo in Richtung Disco Rotlichtviertel. Ne, dann steigere ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen aufs Mett kriege. Wenn ich aber quasi früh aufstehe morgens und eigentlich schon um 8 müde bin, dann sinkt das Risiko, in Kampfhandlungen zu kommen, rapide. Ne? Ne, also das für eine Harmonie, das muss ich schon von selber einnivellieren. Und wenn man dann negative Erlebnisse hat, dann werden die zu Lehrern. Ne? Also alleine mindestens reagiere ich jetzt da drauf, ne? Zum Beispiel. Also dann ist es wieder interessant, ist schon wieder harmonisch. Kann man nicht ändern. Das ist aber diese Sache dieses Prägens. Ne? Deswegen, es wäre dämlich, damit schließe ich wirklich jetzt ab. Also ich muss immer dran denken an diese Leute, die Karma und Wiedergeburt. Ne? Wenn ich das so westlich sehe, dann wende ich sofort darauf an, ich habe es verstanden. Wenn ich positiv bin, was Gutes mache, dann habe ich im nächsten Leben ein positives Leben. Dann geht es mir gut, ich bin reich und so weiter. Ne? Und viele denken dann Rückschluss, weil es den Armen geht, weil die arm sind oder die verkrüppelt sind oder anders, das sind die selber schuld. Hätten sie im vorigen Leben was Gutes gemacht, ging es ihnen besser. Fertig, brauche mich nicht drum kümmern. Das ist genau verkehrt rum. Also diese Karma- und Wiedergeburt-Geschichte ist nur als Selbstorientierung. Zu sagen, wenn ich was Schlechtes mache, wird das wohl auf mich zurückfallen. Aber nicht zu sagen, der ist selber schuld. Nein, das ist Ignoranz. Nicht zu sagen, du bist selber schuld, dass du arm bist. Nein. Genau, ja, sowas. Also diese andere bewerten und runtermachen ist dummerweise eine Angewohnheit, so war das nie gemeint. Aber eine gute, also für mich selber ist das eine gute Orientierung zu sagen, erstens tut es mir gut, wenn ich anderen was Gutes tue. Sich selber was Gutes tun ist auch in Ordnung. Ne? Also einfach das Doofe ist, dass selber sich was Gutes tun, da muss man meditieren zu. Um den Affengeist kennenzulernen, weil Affengeist, der möchte Zucker, der möchte Alkohol, der möchte Fun, so kurzlebigen. Und wenn man den Affengeist kennenlernt, also den Geist, Körper, ja, dann Abstand zu entwickelt, dann merkt man, ja, ich mag zwar gerne Süßes, ab und zu genehmige ich mir das auch oft, ne, richtig bewusst, dann genieße ich das, aber wenn ich jetzt noch ein Stück Schokolade und noch eins und dann weiß ich, das tut mir nicht gut, das hindert mich am richtigen Schlafen, ich merke, mein Blutfluss nimmt ab und all sowas. Und mit Alkohol ist ganz offensichtlich. Also man hat viel in der Hand, aber das ist nicht einfach. Da kommen wir nicht drum rum. Danke, wir machen jetzt zum Abschluss noch dreimal wunderbar. Heißt in Sanskrit Sadhu, wir meinen auch nichts anderes als das wunderbar. Dreimal noch, dreimal zusammen. Ja. Es ist keine Übung, es ist quasi so ein zusammen rituelles Abschließen von der heutigen Geschichte. Sadhu, Sadhu, Sadhu. Ich mag das einfach, keine Ahnung. Okay.
Danke. Nimmst du wieder mit der Abend? Ja, mit Absicht. Mit Absicht, weil es manche dieser Vitamine verstopfen die Rezeptoren für andere Vitamine. Also diese künstlichen Vitamine sind sehr, sehr speziell, sehr, sehr variantenarm. So. Vitamine, die in der freien Wildbahn vorkommen, die haben immer so Mineralien angedockt, die sind verschieden. Das ist nicht reines Vitamin C, sondern es sind halt andere Mineralien angedockt, die sind ein bisschen anders gebogen. Und das ist auch wichtig, dass die so variantenreich sind, die helfen dem Körper, die sind auch viel kompatibler. Aber wenn du abends quasi schon gegessen hast und dann erstens schlafen ist die Reparaturmodus vom Körper, das ist bekannt. Ne? Wenn du krank bist, dann sollst du viel schlafen. Nächste Variante ist, wenn du gegessen hast, dann sind ja die Vitamine schon im Verdauungstrakt von den variantenreicheren natürlichen. Und nur die, die dir fehlen, die haust du dann quasi noch zusätzlich rein vorm Schlafengehen. Also es hat doppelten Sinn. Erstens dann, wenn es zur Reparatur kommt und zweitens, wenn du sie brauchst. Schlafen, auch ein eigenes Thema. Thank you.